Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt geht es um die konkrete Programmierung von Java Streams und verschiedene Varianten, wie man zum Beispiel Dateizugriff machen kann. Es gibt da noch mein eigenes Video zum Thema Dateizugriff. Okay, dann starten wir mal mit IntelliJ. Hier sehen Sie eine ganz normale Java-Klasse und jetzt fangen wir an mit Streams zu programmieren. Der einfachste Stream ist der Input-Stream. Stream, Sie sehen das hier, input-stream java.io. Ich nehme mal in gleich und jetzt ist die Frage, wo kriegen wir einen Input-Stream her? Da können wir zum Beispiel system.in verwenden. Sie sehen, das ist ein Input-Stream, das ist das, wo Sie die Konsoleneingaben rauslesen. Wenn wir uns mal ganz kurz anschauen, wie die Klasse input-stream aussieht, Sie sehen hier, ist eine abstrakte Klasse, das heißt, es gibt keine, ich kann es nicht New in Input Stream sagen. Das ist closable, das brauchen wir später noch, weil wir so ein Auto-Close brauchen, weil wenn Sie zwischen eine Datei offen lassen, muss es irgendeinen Mechanismus geben, um diese Datei automatisch wieder zu schließen. Deswegen brauchen wir so eine Art Auto-Close, dafür brauchen wir das. Und Sie sehen hier, das sind jede Menge Klassen abgeleitet. Buffered Input Stream, Byte Array Input Stream, Data Input Stream und so weiter. Das schauen wir uns gleich an. Schauen wir mal kurz in die Klasse rein. Ich mache hier mal ein Diagramm auf. Show Diagram, Class Java Classes. Schauen wir uns die Klasse Input Streamer genauer an. Also sie leitet ab vom Interface Closable. Das brauchen wir später noch. Und wenn Sie jetzt hier die Methoden mal anschauen, Read ist dazu da, um ein Byte zu lesen. Also können Sie sozusagen Byte für Byte lesen. Sie können Byte Arrays lesen. Sie können auch die gesamte Datei, das ist jetzt neu seit Java 9, soweit ich weiß, können Sie die gesamte Datei oder den gesamten Datenstrom komplett lesen und in ein Byte Array schreiben. Man kann fragen, wie viele Bytes im Strom verfügbar sind mit Available und ich kann den Datenstrom auch schließen mit Close. Das ist dieser hier, der erbt ja hier von Closable. Das Close ist drin. So, jetzt programmieren wir das mal. Jetzt programmieren wir das mal. Das heißt, es gibt so ein Standard-Programmier-Idiom, das sollten Sie nicht verwenden, wie gesagt, aber damit Sie es gesehen haben. Ich sage hier int Zeichen gleich 0. While Zeichen gleich in.read, das heißt, ich lese jetzt hier ein Byte raus, der gibt mir ein int zurück. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt read kein Byte zurück, also 8 Bits, sondern gleich ein Integer, der ist ja viel größer. Und da ist eben die Frage, also wenn ich jetzt sozusagen alle Daten in einem Byte dargestellt habe, habe ich ja keine Chance, irgendwie zu signalisieren, dass die Datei dann zu Ende ist oder der Datenstrom endet. Deswegen machen die hier ein Integer. Dann kann ich den Wert minus 1 verwenden für, Achtung, die Datei ist zu Ende. Also deswegen Integer und kein Character oder kein Byte. So, jetzt gebe ich das Ganze aus und das sage ich hier einfach system.out.print. Ich will mal kein Printline, ich will das Zeichen ausgeben, Print, und dann gebe ich das Zeichen als Char, als Zeichen aus. So, das war es eigentlich. Jetzt müssen wir das Ding noch zum Laufen kriegen und dann natürlich noch hübscher machen. Schauen wir erstmal nach, was ihn hier stört bei dem Read. Underhandled Exception, Java IO Exception. Es ist klar, dass es da eine Exception geben muss. Denn der Eingabestrom kann zugemacht sein, wenn ich sehe hier nicht, ob ich aus einer Datei lese oder aus dem Socket oder sowas. Also bei der Datei oder einem Socket kann jede Menge schief gehen. Zum Beispiel, dass die Datei nicht da ist oder nicht zugreifbar ist oder die Platte ist voll. In all diesen Fällen kriege ich eine Exception. Deswegen muss ich hier die Exception anfangen. Ich mache Exception nochmal ganz gesondert, wenn ich mir Dateien anschaue. Das ist ja noch ein bisschen spannender. Deswegen behandle ich die hier mal nicht, obwohl ich weiß, dass das keine gute Idee ist. Also ich sage jetzt hier mal throws exception. So, ich starte das Programm mal. Schauen wir mal, was passiert. Also was würden wir vermuten? Also vermuten würden wir, ich gebe ein Zeichen auf der Konsole ein und dann gibt er das eine Zeichen aus und dann gebe ich ein weiteres Zeichen ein und es gibt er auf der Konsole entsprechend aus, ne? Also eigentlich müsste jeder Buchstabe sich verdoppeln, den ich eintippe. Ist natürlich nicht so, sonst würde ich es nicht so ankündigen. Sehen wir, wie der Gradle läuft los, weil ich ja den in
das Programm über Gradle hergestellt habe. So, was die, jetzt kann ich irgendwas eingeben. Hallo, ich bin's, dein Föhn. Und Sie sehen hier schon, jetzt hat er das Zeichen zwar eingelesen, aber die Zeichen haben sich nicht verdoppelt. Also offensichtlich hat er internen Puffer verwendet. Das heißt, wir sehen hier eigentlich immer, wenn wir lesen und schreiben, spielen interne Puffer eine gewaltige Rolle. Also das heißt, die Tastatureingaben werden irgendwo gepuffert oder auch Ausgaben werden irgendwo gepuffert und dann am Stück rausgegeben. Also der arbeitet intern, obwohl ich es so programmiert habe, nicht wirklich zeichenweise. Der zeichenweise Arbeiten ist sehr ineffizient, weil gerade wenn Sie mit Puffern arbeiten und das System zwingen, doch zeichenweise zu arbeiten, dann verschwenden Sie sozusagen, verwenden Sie ein Zeichen vom Puffer und den Rest verschmeißen Sie, wenn Sie wirklich so zeichenweise arbeiten. Also man muss immer gucken, dass man sozusagen Puffer berücksichtigt und mit Puffern arbeitet, weil man dann blockweise lesen, blockweise schreiben kann. So funktionieren auch viele Hardware-Devices, also auch von der Festplatte lesen Sie einen Block und kann als das Byte raus oder auch selbst aus dem DRAM lesen Sie normalerweise nicht einfach ein Byte raus, sondern unter der Haube wird auch ein ganzer Block an Daten rausgelesen. Und wenn Sie den Block dann verwenden können, gut für Sie. Wenn Sie nur das eine Byte brauchen, ist natürlich Verschwendung. Was wir hier noch ein bisschen sehen auch, hier steht ja, hallo, ich bin's, dein Föhn. Und jetzt sehen Sie hier schon, irgendwas ist da noch schief gegangen. Im Character Encoding, auch da müssen wir nochmal dabei, beziehungsweise in der Darstellung. Also offensichtlich hat er hier aus dem Ö zwei Zeichen gemacht. Das ist so ein Indikator dafür, dass der wahrscheinlich mit UTF-8 arbeitet. Dann machen Sie die deutschen Sonderzeichen, also normale Zeichen, also die ASCII-Zeichen sind immer ein Byte, aber so Sonderzeichen wie das deutsche Ö, das deutsche Ä oder das SZ sind dann zwei Byte. Sonst, weil in 127 Zeichen, die Sie bei ASCII zur Verfügung hätten, kriegen Sie halt Äs und Ös nicht rein. Und Sie wollen ja auch Chinesisch oder Arabisch mit darstellen mit diesen Zeichen. Also brauchen Sie irgendwie Unicode. So, das war's. Jetzt zu dem zeichenweise Lesen. Jetzt, was ist jetzt vielleicht noch interessant? Jetzt kann ich, ich gebe mal eine Demo, was man jetzt noch machen kann mit dem Stream. Jetzt sehen Sie, jetzt haben Sie hier so eine Lesefunktion und jetzt habe ich hier den Eingabestrom an System.in gehängt. Und was ich jetzt machen kann, ist, jetzt kann ich den Eingabestrom auch von einer Datei lesen. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, zum Beispiel New File Input Stream. So sollte man nicht mehr programmieren, denke ich. Ich erkläre aus verschiedenen, also aus verschiedensten Gründen, die erkläre ich aber in einem späteren Video. Text.txt, das ist eine Textdatei, die ich schon vorgesehen habe, weil wenn Sie hier so einen Pfad reinkoden bei File Input Stream, haben Sie häufig Plattformabhängigkeiten drin zwischen Linux und Windows oder zwischen Unix und Windows allgemein, haben Sie unterschiedliche Trenner bei der Directory-Hierarchie und was Sie vermeiden sollten, ist, dass Ihr Programm super auf Windows läuft und gar nicht auf Unix oder andersrum. Insofern brauchen wir da eine Abstraktion, die in Java jetzt neu drin ist, das Path. Machen wir jetzt aber später. Für die Demo reicht das jetzt erstmal, was ich mache. Also nehmen wir mal an, dieses File-Input-Stream, lass es jetzt mal laufen. Jetzt habe ich nur eine einzige Zeile geändert und habe dem jetzt einen anderen Input-Stream verpasst. Starten wir das Programm nochmal neu. Und Sie sehen, ich habe jetzt in der Textdatei, da habe ich mir aus dem Internet so ein Stück von Alice in Wonderland kopiert. Und auch da sehen Sie, Alice fing an sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei der Schwester und auch hier wieder die deutschen Sonderzeichen. Wie merkwürdig sind jeweils als zwei Byte dargestellt. Also hier haben wir noch ein Problem beim Lesen von, sagen wir mal, UTF-8. Also die Datei ist im UTF-8-Format abgespeichert. Also von UTF-8-Daten habe ich hier noch ein Problem. So, also Sie sehen aber, wichtig, man kann jetzt sozusagen mit einem Schalter umschalten und dasselbe Programm mit unterschiedlichsten Datenquellen versorgen, ne? Also ob das jetzt eine Datei ist und Sie können sich vorstellen, dass ich da auch ein Socket dranhängen kann. Ich könnte auch eine URL dranhängen, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ich könnte hier sagen, new URL, www.https, www.th-rosenheim.de. URL kennt er noch nicht. Das ist Java. So, Punkt. Jetzt kann man nämlich da sagen OpenStream. Sub. Und jetzt kann ich quasi die Homepage von der Hochschule Rosenheim auslesen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und Sie sehen hier auch auf der Konsole, erscheint jetzt hier quasi, also dieser Code wird ausgeführt und Sie sehen hier, das sieht irgendwie nach Webseite aus. Das heißt, jetzt habe ich Ihnen erstmal gezeigt, InputStream ist eine universelle Basisklasse.
für alle Streams, die in Java vorkommen, die zumindest mit Bytes arbeiten. Wie gesagt, für Strings, also für Textelemente müssen wir uns da was ausdenken. Also das war mal das Erste, was ich Ihnen demonstrieren wollte. So, zweiter Punkt, den ich Ihnen demonstrieren will, ist, nehmen wir mal wieder die URL weg und nehmen wir wieder den System.in. Die Preisfrage ist, wenn ich das jetzt laufen lasse, ich habe ja Ihnen gerade so nonchalant, wie das heißt, das Programm einfach mit dem roten Knopf terminiert. Jetzt lasse ich es nochmal laufen. Ich kann jetzt hier irgendwas eintragen. Hier ist Harry Hirsch. So. Und dann gibt der Harry Hirsch aus. Da kann ich hier wieder sagen, ich bin's, der Gerd. Huhu. Ich komme hier nicht raus. Und so weiter. Jetzt kann ich also bis zum Hitzeltod des Universums hier Daten eingeben. Also wie kann ich das Ding terminieren? Das heißt, wie zum Henker kriege ich hier diese minus 1 hin? Also der sollte ja zeilenweise oder zeichenweise einlesen. Und wie komme ich jetzt hier auf die minus 1? Und wie gesagt, da ist es vernünftiger, wenn ich jetzt hier dem sage, Ende des Streams. Und das mache ich mit Steuerung D. Ich versuche es mal, ob es geht. Steuerung D. Und jetzt müsste das Programm eigentlich terminiert haben. Sie sehen hier, roter Knopf ist weg. Hier ist es weg. Er hat sich natürlich nicht abgemeldet, weil ich es nicht reinprogrammiert habe. Also dieses, wenn ich den Stream abbreche mit minus D, da sage ich, jetzt ist die Konsoleneingabe beendet, das entspricht, also dieses Steuerung D entspricht dem minus 1. So, letzter Punkt für dieses Video noch. Vielleicht ein Hinweis, was man mit der minus 1 noch macht. Also wenn Sie es schon so machen wollen, machen Sie auf jeden Fall nicht minus 1, das versteht kein Schwein nach einem halben Jahr. Also was Sie machen ist, Sie markieren die minus 1, gehen hier auf Refactor, sagen hier in Extract und sagen da Constant und machen aus dem Ding EOF. Da hat man zumindest einen Indikator dafür, dass es wahrscheinlich ein End of File ist. Und sagt, dann wissen Sie, okay, also am Ende dieser Textdatei kommt ein EOF oder wenn einer auf der Konsole Steuerung D eingibt, kommt ein EOF und dann ist das auf jeden Fall klar. So, das war so das Standard-Idiom, wie Sie mit Streams programmieren. Jetzt müssen wir im nächsten Schritt mal gucken, macht das immer so Sinn? Und wir müssen uns anschauen, was machen wir mit der Fehlerbehandlung? Also wie gehen wir damit um? Das kommt in den nächsten Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.